Servus Christian, Hi Vinny. du bist der Jugendpfarrer bei uns und bist verantwortlich für die Kinder- und Jugendpastoral im Bistum. Jetzt kommen endlich die Regelungen für den Gottesdienst. Wir dürfen wieder Gottesdienst feiern ab dem 4. Mai. Es ergibt sich da einiges auch für die Ministranten und da freuen sich die Ministranten natürlich, aber es gibt einiges zu bedenken. Und die erste Frage, die ich dir gerne stellen würde, wäre, dürfen denn alle Ministranten wieder ministrieren und in gewohnter Weise? Ja, also ich weiß, dass vielen Ortsministranten einfach in die Sakristei gehen und dann sich anziehen zum Dienst. Das muss jetzt ein bisschen anders organisiert werden. Es muss vorher eingeteilt sein oder man wird vom Pfarrer, vom Kaplan verständigt, zum Dienst gerufen. Und dann wäre es schön, wenn alle diejenigen, die da eingeteilt sind, auch dem Dienst nachkommen. Wer nicht teilnehmen kann am Gottesdienst und auch natürlich nicht am Ministrantendienst, das sind diejenigen, die irgendwie krank sind, die Fieber haben, Atemwegserkrankungen haben und selbstverständlich die nicht, die in Quarantäne sind oder waren, also 14 Tage sagt man da mit Abstand, die sollten bitte zu Hause bleiben mit Rücksicht auf die anderen. Insgesamt wird der Ministrantendienst sehr reduziert werden und man braucht nur ein Minimum, wie es in diesen Vorschriften heißt. Eigentlich würde es ausreichen, ein Ministrant, ein Lektor, ein Kommunionhelfer, also alles sehr reduziert, nicht das große Programm davon. Es ergibt sich ja auch schon durch Abstandsregeln, die eingehalten werden müssen, im liturgischen Dienst als auch mit den Gläubigen. Was für Vorgaben gibt es denn da im kirchlichen Bereich? Beim Gottesdienst gilt in den Kirchen 2 Meter Abstand in alle Richtungen, nach vorne, nach hinten, rechts, links. Wenn ein Gottesdienst im Freien gefeiert wird, dann gelten 1,5 Meter als Abstand. Ich habe gelesen, zum Zelebranten sogar 4 Meter Abstand. Also das muss man Das ist dann. die Entfernung vom Zelebranten, also praktisch vom Altar bis zu den Gläubigen in der ersten Reihe. Also da gilt ein Abstand von 4 Metern. Okay. Wie schaut es mit Nasen, und Mundbedeckungen aus? Ja, auch die Ministranten sollen Mund-Nasenschutz tragen. Das wäre ja eine coole Aktion, vielleicht in den liturgischen Farben die zu nähen. Nur wer gerade einen Text spricht, Lesung vorträgt oder die Fürbitten vorträgt oder natürlich zum Empfang der Kommunion, wird dieser Mund-Nasenschutz abgenommen. Ansonsten ist er drauf. Beim Kommunionempfang ist ja weiterhin die Vorgabe, dass es die Handkommunion gereicht wird und auf die Mundkommunion verzichtet werden Genau, also muss. Kommunion nur durch die Handkommunion. Wenn jetzt die Ministranten sich umziehen, tun die das oft in einer sehr kleinen Sakristei. Was für Vorgaben gibt es da? Da kann man ausweichen, weil auch in der Sakristei der Mindestabstand eingehalten werden soll. Geht man vielleicht in einen Nebenraum oder im Pfarrhaus, im Pfarrsaal, was halt naheliegend ist, zieht sich dort um. Und dann zieht man in die Kirche, auch gewohnt oder anders. Auf dem kürzesten Weg, ohne große Prozession durchs Volk, sondern direkt von der Sakristei in den Altarraum. Und dann kommen ja die normalen Dienste, auf die sich Ministranten ja so sehr freuen, Weihrauch, Gabenbereitung und so weiter. Was ändert sich da in der nächsten Zeit? Ja, leider fällt sehr vieles von dem weg, was Ministranten sonst so gerne und gut tun. Es gibt keinen Weihrauchdienst, also Weihrauchfass und Schiffchen werden nicht mitgetragen. Da ist empfohlen, dass man eine Weihrauchschale aufstellt, die dann der Zelebrant den Weihrauch einlegt. Auch die Gabenbereitung kann jetzt nicht stattfinden. Geräte oder Weinwasser werden nicht zum Altar gebracht von den Ministranten, sondern die stehen dort schon bereit. Auch die Händewaschung führt der Priester oder ja, führt der Priester selber durch. Da trägt nicht der Ministrant das Wasser und das Handtuch. Und manchenorts sammeln die Ministranten die Kollekte ein, muss leider auch ausfallen, da stehen dann die Körbe am Ausgang. Und singen dürfen die Ministranten noch und wie? Sie dürfen immer noch singen. Es wird zwar weniger gesungen im Gottesdienst und dazu sollten
soll man bitte sein eigenes Gotteslob mitbringen. Das gilt auch für die Gläubigen in den Bankreihen. Gibt es dann einen Dienst, der neu ist für die Ministranten? Ja, es gibt jetzt den sogenannten Ordnerdienst. Also wenn die Gläubigen zur Messe kommen, das wird jetzt etwas länger immer dauern, bis alle, die angemeldet sind, auch in den Bänken sitzen. Und da könnten zum Beispiel ältere Ministranten diesen Ordnerdienst mit übernehmen oder bei der Kommunionausteilung da auch ein bisschen ordnend eingreifen, dass jeder immer dran denkt, den Abstand einzuhalten. Ja, das kann eine spannende Herausforderung für die größeren Ministranten sein. Was gibt es für Rahmengegebenheiten, die noch beachtet werden müssen von den Ministranten? Ja, also auch für die Ministranten gilt vor dem Dienst und nach dem Dienst Desinfektionsmittel benutzen, die Hände desinfizieren. Es soll darauf geachtet werden, dass die Kirchentüren offen sind, offen fixiert werden, sodass nicht jeder Einzelne an den Türgriff hingreifen muss. Und was vielleicht die Ministranten freut, der Gottesdienst soll nicht länger als 60 Minuten dauern. Also eine kurze Predigt dann. Mhm. Oder auch das Singen ist natürlich dann auch schon mal ein zeitsparender Faktor. Jetzt kommen dann auch die großen Prozessionen, Wallfahrten. Sagt da die Handreichung auch schon was aus? Ja, die Fronleichnamsprozession in der Form, wie wir sie kennen, muss leider in diesem Jahr ausfallen. Da ist empfohlen, dass der Priester nur mit dem Allerheiligsten zur Kirchentür geht und dann den Segen in alle Richtungen spendet, also dass unsere Häuser und Wohnungen, wo wir leben, trotzdem auch gesegnet werden. Aber es gibt keine Verneigungsprozession und wahrscheinlich auch danach keine Brautwürsteln, die so wichtig dazugehören. Auch die Flurprozessionen oder Bittgänge können in diesem Jahr nicht stattfinden. Alles Dinge, die so außergewöhnlich sind und auch schön sind, auf die müssen wir weiter verzichten. Ja, und dann wird es umso schöner, wenn wir 2021 mit einer großen Fronleichnamsprozession durch die Straßen ziehen können. Hoffentlich jedenfalls, wenn es soweit sein kann. Christian, danke für die Zeit. Was würdest du unseren Ministranten noch gerne auf den Weg mitgeben? Ach, es gelassen angehen, entspannt bleiben dabei und auch die Zeit nutzen, um manches zu überdenken. Und wir werden wieder in einen normalen Alltag kommen, der vielleicht nicht so ist wie vorher, aber er wird sicherlich auch wieder irgendwann normal werden. Danke dir für diese Worte noch. Schönen Tag dir. Ciao.